Mach mal ein Intro. Was passiert denn heute? Aufgrund von Ereignissen auf unserer Tour. So, wir checken Rieses Hinterradbremse. Die ist nämlich richtig heiß. Und Riese hat auch das Gefühl, dass er ein bisschen unüblichen Leerweg im Hebel hat. Wir haben gewartet. Die Bremse kann man jetzt tatsächlich wieder anfassen. Man kann diese... Das ist immer noch ganz schön heiß. Mhm. Der Schlauch... Ja, da geht auch. Riese mit dem heißen Schlauch. Also das bewegt sich ja auch hier alles. Schwimmsattel. Der Bremsweg hier ist deutlich kürzer geworden. Man muss das wirklich so sagen. Also der Druckpunkt ist wieder im normalen Zustand. Schön. Das heißt, Helm Abfahrt. Aufsetzen, Handschuhe an, Abfahrt. Bis zum nächsten Mal. Ja. Haben wir doch festgestellt, dass die Bremsanlage dieser XT 600, 2 kf. Wenn du mal kurz hier filmen möchtest. Ah ja. Dass sie halt ins Leere greift. Gut, das ist jetzt möglicherweise fake, aber ja. Ein bisschen Clickbait. Ja, genau. Sehr schön. Bremse greift ins Leere. Ja. Nee, tatsächlich werden wir heute hier... Achso, ja. Nicht vorhandene Bremsleitungen gegen Stahlflexleitungen tauschen. Also das ist die Originalleitung für vorne. Die tauschen wir aus gegen Stahlflex und genauso hinten. Step One, Riese. Was braucht man an Werkzeug, um diese Arbeit durchführen zu können? Alles das, was hier liegt. Und etwa, wenn man gemütlich arbeitet und zu zweit ist, 2 Stunden Zeit. Ja. Entspanntem Tempo mit aufbauen. Entspanntem Tempo, genau. Ja. Und Testfahrt. Ja. Wir brauchen eine Zange dieses Modells oder ähnlich, sodass wir den die Metallpressung nicht beschädigen. Deshalb haben wir uns für dieses Modell hier entschieden. Zangenschlüssel von Knipex. Sehr gut. Eine 10er Nuss für die Lampenmaske zum Demontieren. Eine Ratsche eurer Wahl. 2 verschieden große Kreuzschraubendreher, einmal hier den für den Bremsflüssigkeitsbehälter für hinten, da muss man die Schraube lösen, und den kleineren für oben für den Deckel für den Bremsflüssigkeitsbehälter. Diesen Inbus in 5er Größe braucht man, um vorne an der Vordergabel die Halterung zu lösen vom Bremsschlauch, Bremsleitung, den Siemer zum Verdrehen des Schnuffis. Was der Schnuffi ist, dazu kommen wir gleich noch. Genau. Den 8er-Schlüssel braucht man zum Entlüften der Bremsenentlüftungsnippelchen. 14er für die Hohlschrauben. Genau. Das war das Wort. Den Schlauch zum Ablassen. Dazu noch ein kleines Auffangbehälterchen eurer Wahl. Bei uns ist es eine Sprühdosenkappe gewesen. Dann unbedingt ganz wichtig, ein bisschen Tuch und... und Keller. Und kein Bremsenreiniger, sondern wir haben hier Wasser drin zum Ablösen der übrigen Bremsflüssigkeit, die man eventuell verkleckert hat. Das ist eigentlich schon alles. Spitze, los geht's. Die alten Bremsleitungen schon demontiert, mhm. Weil wir eigentlich schon mal an einem Sonntag was basteln wollten und dann festgestellt haben, die neu gekauften Leitungen der Firma, die wir gleich noch erwähnen werden. Die passen leider nicht. Die Längen, die waren gut, allerdings die kleinen Anschlussnippelchen, die waren alle nicht so richtig passend. Und daraufhin haben wir uns dann beim Hersteller gemeldet und Verbesserungsvorschläge eingereicht und eine kleine Bilderdokumentation dazu gegeben. Es wurde prompt reagiert, großartig, so viel kann man im Vorhinein sagen. Und wir haben einfach neue Leitungen bekommen für 0 Euro, ja, also Wahnsinn. Finde ich super. So sieht Kundenservice aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Super. So, und wie heißt die Firma? Ja, das ist, also aus Foren kennt man sie, ne? Da muss man gar nicht so eine große, also super, also ich weiß gar nicht, Melvin. Melvin Stahlflexleitungen. Ich glaube, ich habe, also entweder war es der Junior-Chef oder der Chef, mit dem ich da kommuniziert habe. Super freundlich, super nett, sehr engagiert und ratzfatz, die bauen die Leitung selber. Cool. Mhm. Was wir letztens gesehen haben,
Wo ist die neue Tüte? Darüber haben wir uns letztens ein bisschen lustig gemacht, um ehrlich zu sein. Aber hier, in höchster Qualität, in Anführungsstrichen, made in Germany. Ja und? Wofür steht das nun, in Anführungsstrichen? Das weiß ich. Achso, weiß ich immer noch nicht. Ist das ein Rechtschreibfehler oder? Keine Ahnung. Aber es ist doch eigentlich made in Germany. Es ist auf jeden Fall in Germany zusammengebaut. So viel würde ich behaupten. Weil Impressum ist auf jeden Fall Schramberg, glaube ich, steht hier drauf. Ja, Schramberg, das ist Deutschland, würde ich sagen. Naja, prima. Und ob die Teile jetzt made in Germany sind, das wissen wir natürlich nicht. Ach so. Und deshalb vielleicht in Anführungsstrichen. Okay. China Parts und dann, wie sagt man? Deutschland veredelt. Deutschland veredelt. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall auch DIN ISO 9001 zertifiziert. Also wunderbar. Super. Melvin, guter Laden. Wenn ihr Probleme habt, meldet euch. Die helfen euch weiter. Unbezahlte Werbung übrigens. Ach, ja. Das muss man ja inzwischen dazu sagen. Mit Schwachsinn. Oder so. Womit fangen wir an? Mit vorne? Ich würde sagen, wir fangen mit vorne an, ja. Da muss wahrscheinlich auch nochmal die Maske ab. Aber das zeigen wir jetzt. Ich habe doch gar keine auf. Schwachkopf. Auch gut wäre. Nein, wegen Corona nicht. Ja, genau. Für welche Farbe hast du dich eigentlich entschieden, Riese, bei den Leitungen? Das Herz auf. Na, was glaubst du wohl? Schwarz wie die Nacht. Da gibt es tatsächlich auch ganz viele verschiedene Farben hier von den Anschlussnippeln. Mhm. Wie heißen die eigentlich richtig? Heißen die nicht Fittinge? Nee. Fittinge ist Kompressor. Keine Ahnung. Und Sanitärscheiße. Schnüffelstücke heißen sie jedenfalls nicht. Schnuffis, wir nennen sie Schnuffis. Alles klar, ja. Da gibt es verschiedene Farben von den Schnuffis, die dann einfach gelb, rot, blau oder was auch immer eloxiert sind. Und schwarz. Manche Farben haben auch Aufpreis. Das Gute ist, man kann die Schnuffis hier auch drehen. Ne? Man hält dann hier fest und dann kann man hier oben mit einem 7er, glaube ich, oder einem 6er. Ja, können wir gleich nochmal gucken. Sowas. Gleich nochmal, ja. Mit einem Maulschlüssel kann man die drehen, 180 Grad in beide Richtungen, kein Problem. Und auch ganz wichtig, KBA-Nummer ist dabei. Ja. Und dazu gibt es dann dementsprechend auch eine ABE oder so. Ja, hier dieser orange Zettel, halt, der halt für die Anleitung interessant ist. Es muss nicht eingetragen werden, sondern Zettel dabei führen, ja. Gut ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob inzwischen auch in digitaler Form reicht, der Zettel. Ah, echt? Das wäre ja cool. Ich weiß nicht, ob die Rennleitung schon so weit ist und das keine akzeptiert. Ahnung. Aber ich meine, wir haben ja nicht ohne Grund schwarz und schwarz genommen. Genau. Das muss erstmal einer sehen. Das muss erstmal einer sehen und sich damit auskennen. Wichtig ist bei der Bestellung, nicht zu vergessen, kauft euch neue Schrauben und neue Dichtringer. Die gibt es auch im Shop. Kostet nicht die Welt. Nehmt einfach neue. Die sind auch leicht, also Gewichtsersparnis. Oh, okay, Tuning. Alles Tuning. Klar. Hast du die alten noch da? Nee. Die alten? Sind, glaube ich, schon im Müll. Ja, hier steht einer. Guck mal. Ah, ja, guck mal. Genau. Ja, warte mal. Bleib mal, wo du bist. Dann kann man nämlich, glaube ich, sehen, warum es nicht falsch ist, die neu zu machen. Ist halt einfach alt und rostig. Funktioniert auch immer noch garantiert. Aber sieht halt auch scheiße aus, ne? Mit so einer neuen Leitung. Nee. Schwarzer Kopf muss sein. Welches Ende kommt jetzt wohin? Naja, von das der, ist eigentlich selbsterklärend. Das zeigst du gleich, oder? Weil dieser Part, der verschwindet im Prinzip hinter der Maske. Ah, okay. Mhm. Und das dicke, ummantelte, nochmal doppelt geschützte, ist dann halt hier das, was hier im Freien hängt. Okay. Ja. Und was dann gerade, das ist der neue Nippel. Stimmt das überhaupt, was ich gerade erzähle? Jetzt, komm, verhagel dich da nicht. Ja, alles klar. Gerade. Gerade hoch, ja. Gerade hoch, gar nicht so übel, oder? Sieht nicht so verkehrt aus. Wie ist die Originalleitung? Wie wollte ich gerade fragen, ja. Ja, ich würde auch sagen, die war original gerade. Ja, aha. Also original Yamaha XT getreu nachgebaut. Perfekt, ja, so soll es sein. Das ist geil. Wenn das jetzt auch noch schwarz wäre. Holen wir den raus. Dann wäre es wirklich mega sexy. Ich habe auch in einigen Foren oder bei Google Bilder zum Beispiel gesehen, dass die Leitungen undicht waren. Aha. Das hat die alten dann, oder die neuen? Nee, die neuen oder? Von Melvin.
Oh, okay. Das hat mich dann doch ein bisschen schockiert. Ja. Ich hoffe nicht, dass wir auch davon betroffen sind. Aber ich habe auch keine Ahnung, wie alt diese Beiträge sind. Vielleicht durch auch unsachgemäße Handhabung beim Drehen genau. der Dinger vielleicht, da vielleicht. Vielleicht genau sowas. Ich denke ja. nicht, dass... Also, ich weiß nicht, wie die Produktionsabläufe bei Melvin sind. Ne? Ob die vielleicht getestet werden oder nicht. Jede einzelne Leitung, meinst du? Weiß ich nicht. Glaube ich, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch Bestandteil dafür, dass es dann überhaupt einen Sticker bekommt. Jetzt bau das Ding an hier. Jetzt wird's rechtlich. Hör auf, Geschichten zu erzählen. Oh, scharfe Kanten. Maske ab. Maske ab. Jetzt nimm doch mal die Maske ab. Bei uns können Sie die Maske ruhig abnehmen. Wo war denn das, wo wir gebeten worden sind, die Maske abzunehmen? In Österreich im Restaurant war das. Ach, in dem Hotel unten. Ja, genau. Stimmt. Bevor Sie ins Restaurant gehen, nehmen Sie bitte die Maske ab. Das war so geil. Ja. Das war wirklich selten. Was wollen wir denn eigentlich? 12 war das, ne? Für die Maske? Ja. Ja, könnte auch 10 sein. Übrigens. Warum liegt das da eigentlich immer? Keine Ahnung. Okay. Siehst du, 10? Zähne. Sah doch. 10 ist besser als keine. El Masco. Mascherade. So, warte mal. Das musst du mal erklären, wie die, ja, na ja, wie die läuft. Irgendwie so halt, ne? So wie die alte einfach. Ich glaube, die lief hinterm Tacho. Ja, das sieht gut aus. Jetzt hat er die neue Leitung. Ey, hat ja schon so eine gewisse Form, so eine gewisse Grundform. Mhm, ja. Und der sollte man natürlich nicht entgegen verlegen. Ach so, okay. Ne? Das heißt, wenn die sich jetzt... Also im Zweifel lieber die Fittinge nochmal drehen. Ganz genau, das wollte ich damit sagen. Okay. Ja, also das wäre jetzt hier irgendwie entgegen der Leitung, wenn wir ja. jetzt alles mhm. anschrauben. Deshalb ja. ein bisschen die Leitung drehen, unten halbwegs gucken. So würde denn etwa aussehen. Kommt ja hier noch mit rein. Sieht eigentlich ziemlich gut aus, ja. Dann ist das ziemlich sexy. Und den drehen wir, würde ich sagen, 180. Ja, stimmt. Perfekt, ja. Und hier sieht man, wie Bremsflüssigkeit wasserliebend krass. Ist. Stand jetzt eine Woche draußen, abgedeckt. Bremsflüssigkeit und Wasser gleich Rost. Ekelhaft, ja. War vielleicht gar nicht so gut, das war. Ach doch, war gut, das war die Schraube. War ganz gut, dran. Weil nach 2 Gängen ist. Und die Pappe nicht. Liegt jetzt genau wieder nicht drunter. Ja. Aber ist ja auch leer, der Behälter. Richtig. Nun, drehen, gut, was? Willst du unten schon mal festpunkten mit so. Hohlschraube? Ja, das ist natürlich... Dann bist du die oben ganz sicher mit dem Winkel. Das ist eine ganz gute Idee. 12? Mhm. Schraube zu lang. Ach Quatsch. Stimmt. Was erzählst du denn? Mach mir doch keine Angst hier. Mhm. Ja, ist aber geil. Finde ich gut. So, den hier gleich darin. Ja, aha. Ja, das ist schon das viel ist geiler. Ja, das ist wie original. Wie Ori. Ja, Stino. Oder? Wir wollen natürlich drehen, 180. Aha. Oh. Hoppala. Hupsi. Kurz erschrocken. Jetzt. Mhm. So.
Sehr schön. Très elegant. Was ich nicht verstehe, warum die Schraube hier so eingesenkt ist. Optik? Keine Ahnung. Irgendwie Fertigungstechnik. Gewichtsersparnis? Ja, das glaube ich eher nicht. Schon geil. Ja, ist doch top so. Ist richtig geil. Würde ich auch sagen. 14. Drehmoment? Ja, hat er noch nicht. Würde ich auch relativ hoch machen, also gerade, ja, falls der sich hier nochmal verwinden sollte aus irgendwelchen Gründen, dass er hier nicht gleich die Leitung mit beschädigt. Ja. Super. Wie ist das, wenn hier irgendwas einfedert? Was passiert dann? Ich stelle meinen Fuß dran. Unten bewegt sie sich, hier oben ist aber fest. Mhm. Schwer in Ordnung. Befüllen, entlüften. Oben die Kammer noch mal öffnen. Willst du vielleicht noch dazu sagen, dass du die sauber gemacht hast beim letzten Mal? Oh ja, die haben wir sauber gemacht beim letzten Mal. Ah, danke. Das war echt widerlich, also. Da war richtig so ein, davon mal abgesehen, von dieser verkrüppelten Dings da hier, da war richtig Bremsflüssigkeitsschlamm unten drin. Ja. Und alte Ablagerung, das war so einmal reingreifen mit dem Tuch, schwarz. So irgendwie angelöstes Gummi oder so, oder irgendwas. Alt, angelöstes Gummi, klar, alles ist machbar, alles ist möglich. Schmutz und Ekel, aber lustigerweise war es ja hinten nicht so. Wobei hinten ist auch konstruktionsbedingt der Auslass wirklich am tiefsten Punkt. Hier ist ja, ja genau, der tiefste Punkt unterhalb des Auslasses. Ja, hier ist ja nochmal so eine kleine Kuppel. Ja. Vielleicht gerade deshalb, damit sich der Schlamm... Ja, genau, halt. Genau. Ist ja aber genau, ist besser, schon, als wenn es ins System kommt. Ist schon in Ordnung. Ich finde es auch ganz schlau. Wieso haben wir auf diesem Kanal schon mal gezeigt, wie man Bremsen entlüftet? Ist das eine Fangfrage, ob ich unseren Inhalt immer noch kenne? Nee. Bei den 1000 Videos, die wir bisher haben? Ist eine ernst gemeinte Frage, weil ich weiß es eigentlich auch nicht so richtig. Also wir haben vielleicht schon mal erwähnt, wie wir unsere Bremsen entlüften. Ja. Wie wir es machen, ist allerdings, glaube ich, nicht zu 100% Vorbild für alle anderen. Echt nicht? Warum nicht? Weiß nicht. Hä? Wieso? Funktioniert auf jeden Fall. Genau, ich finde, wir machen das nach der ISO 9001 Vorschrift. Das nicht, aber wir machen das nach der ältesten Methode, so wie man, weißt du, manche so Brot backen wie im 18. Jahrhundert und so entlüften wir Bremsen, ohne irgendwelches Spezialequipment. Weil das haben wir einmal probiert, hat nicht geklappt. Nee, war scheiße, ja. Stimmt. Deswegen machen wir es einer oben, einer unten, nenne ich es immer. Was ja auch die älteste Methode der Welt ist. Quasi. Ja, ich gehe nach oben. Ja, wir müssen es jetzt irgendwie versuchen, zumindest kurz das Prinzip zu erklären. Ach so. Und dann muss ich ja helfen. Also. Was denn? Ich hoffe, das sind Luftblasen hier drin. Ja, ich denke, gehe von aus. Mhm. Und keine Schmutzpartikel. Ach so, ja. Ja, also man schüttet hier oben rein, bis es fast voll ist. Und dann pumpt man hier so lange, bis man halbwegs so ein ganz bisschen so einen Druckpunkt hat. Mhm. Und dann gibt es den zweiten Mann, der ist hier unten am Entlüfter. Und da ist der Schlauch dran. Und der Mann oben pumpt, pumpt, pumpt. Oder natürlich auch die Frau, ist ja überhaupt gar kein Problem. Nee, nee, wenn dann schon MWD. Ja, genau. Mensch, also, weiß Deutsch. Einer oben, einer unten jedenfalls. Und oben pumpen, bis ein Druckpunkt da ist, gedrückt halten und dann macht man hier oben auf und dann kommen durch den Schlauch Bremsflüssigkeit und Luftblasen und das macht man so lange, bis hier keine Luftblasen mehr rauskommen. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil der Schlauch natürlich nicht ganz dicht ist und hier so ein bisschen manchmal Luft mit reinzieht von der Seite. Aber den Unterschied kann man dann schon erkennen. Und wir versuchen das gleich trotzdem mal zu zeigen.
So, 2 Minuten später, Riese hat noch ein bisschen gepumpt, wir haben oben nochmal nachgeschüttet. Dann haben wir hier unten aufgemacht und einfach mal gepumpt, bis hier Flüssigkeit kommt. Und jetzt haben wir hier eine Flüssigkeit im Schlauch stehen. Jetzt pumpt Riese oben wieder, akribisch, bis der Druckpunkt da ist. Das wird schon, also da ist schon ein bisschen Widerstand. Okay, ja, ja, super, super. Und dann genau das beschriebene Prinzip, um oben pumpen, 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 unten aufmachen, bis keine Luftblasen mehr kommen. Warte. Soll ich es wirklich nochmal wiederholen? Ja? Also wir haben es gerade, also ich also bin, entlüften ist fertig. Entlüften ist fertig, man sieht es hier, da kommen keine Bläschen mehr raus. Und ich war selber gerade richtig begeistert vom Druckpunkt. Und wie krass, wie knallhart diese Bremse gerade war. Ja. So, was hast du dazu? Ja, ich bin auch begeistert. Also ich habe mich gerade dazu hinreißen lassen zu sagen, ist ja besser als bei der KTM, die auch immer noch eine nicht so geile Vorderbremse hat, wie ich finde. Aber nee, ist krass. Ist echt krass. Wahnsinn. Ich bin gespannt, wie sich das auf der Straße bemerkbar macht. Ja, das werden wir gleich verproben. Und ich habe ja immer gedacht, dass die Bremsbeläge doch vielleicht kacke sind, weil die Bremsscheibe schon. Aber anscheinend ist es ja, doch einfach die Anlage. Ja, das stimmt auch alles. Ja, und auch so ein Profilreifen ist nicht optimal für eine scharfe Bremse. Komm mal auf, jetzt hier zu labern. Aber trotzdem, ja. Nee, ist richtig geil. Deckel drauf und dann machen wir hinten weiter. Jawohl. Okay, hintere Leitung. Riese, was gibt's zu beachten? Was wir nicht bei der vorderen Leitung schon erzählt haben. Dieser Gummischnuffi da für die Halterung vielleicht. Ja. Wo ich mich gerade frage. Den musst du wahrscheinlich einmal rüberwürgen. Meinst du? Ja. Oh ja. Ach, guck mal an. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, ich auch nicht, aber es macht Sinn. Ich hätte ihn jetzt fast aufgeschnitten, also. Ja, Schweinepriester. Willst du kurz sagen, wofür der ist vielleicht? Veterinärtheologe, wenn schon, bitte. Dieser Gummischnuffi ist dazu da, um auf den originalen oder annähernd auf den originalen Querschnitt zu kommen von der Leitung. Damit dieser lustige Halter hier hinten noch eine Funktion hat. Sehr schön. Na, der Melvin-Mann hat mir erklärt, es würde auch so gehen. Ja. Es ist eigentlich nur dafür da, dass die Leitung nicht rumschlackert. Ja, ja, klar. Du musst da nicht fest drin sein, aber so eine Gummitülle ist halt schon praktisch. Kann ja nicht schaden, genau. So, wir haben auch hier nochmal nacharbeiten lassen von Melvin. Jetzt muss ich selber gucken. Hier, genau, hat er so einen kleinen Knick reingemacht. Mhm. Ganz schön viel, finde ich gerade. Immer noch recht viel, ja. Ich glaube, er hat 20 Grad gesagt, ist das jetzt hier. Vielleicht würden da auch 10 Grad reichen. Wo kommt das hin? Ist das hinten oder vorne? Das ist hinten, ne? Nee, das ist so. Ach so. Weil wir ja. Ah, ja, okay. Mhm. Oh, warte mal, ich sehe hier nur den Sozius-Träger. Kriege ich wieder Ärger. Kameramann. Stimmt, wie bei dem einen Video. Ja. War das wirklich so? Ja. Ne? Ja, dass wir hier keinen Kontakt haben. Ja, ja, ja. Mhm. Weil vorher hatten wir doch da ganz schön doll Kontakt. Genau, da hat es unten an dem Schwimmsattel. Oh, das ist hier richtig geil. Ja. Ja, das ist ja auch vorne. vorne. Jo. So war das. So ist geil. Ja, ja, ja. Super. Und das geht dann so. Und hier müssen wir wieder natürlich verdrehen. Ja, wo sitzen wir denn da auf? Wir sitzen dann hier so. Sieht man gar nicht, okay. Ja, das sieht man wirklich kaum. Doch, da so. Ja, hier. Okay. An der Schraube. Okay. Okay. Ah ja, okay. Jetzt sieht man es auch von hier. Wir sind so Schraube, und die müssen wir hier 45 Grad oder so drehen. Wir machen als erstes, glaube ich. Wir machen hinten. Oder, ach so, erst drehen, ja. Erst drehen, genau. Gut. Jetzt nehmen wir wieder hier diese wunderbare Zange. Haben wir ja schon gezeigt, genau. Ja, das finde ich perfekt. Sehr das elegant. Ist super cool. Sehr durchdacht. Ja, und dann, genau, dann biegt sie sich hier so runter. In der Schlaufe. Ja, lieber Herr Melvin, da könntest du nochmal nacharbeiten. Ist natürlich jetzt genau an der Stelle. Aber kann man das nicht noch verschieben hier, das Ding? Ja, das ist ja so ein Aufkleber mit einem Stück Schrumpfschlauch, denke ich mal. Ja, ist vollkommen egal.
Ja, es ist geschrumpft. Okay. Ja. KBA 61. Ja, gut. Kontrolliert eh kein Mensch wahrscheinlich bei uns. Wir sind ja so ruhige und unauffällige Fahrer. Ich wollte gerade sagen, wir sind ja nicht das typische Klientel, die hier. Nee, genau. Alle Scooter, 10 Minuten lang. Scooter Tuning is not a crime. Du sagst das. Und Cheater an die Wand. Fast. Nicht unseres. Heißer Scheiß. Perfekt, liegt nicht auf. Ja, wow, geil. Sieht wirklich gut aus. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn das Stück Papier da nicht wäre, dann hätten wir jetzt sogar ein Thumbnail. Ja. Fett. Kann man machen. So, und den Trödel, den basteln wir jetzt hier hinten ran. Ja, ich versuche mal, ob ich da von der anderen Seite. Ja, das ist gut, ja. Geil, Mann. Die ist viel sicherer. Ja, super. Also, kann man nur selber beurteilen. die ist wirklich, du kannst wirklich bis auf Anschlag langsam einfedern. Ja. Alter, das ist krass. Die läuft noch auf Choke gerade ein bisschen. Ja. Deshalb. Ist geil, oder? Ist Hammer, ja. Ist richtig krass. Hätte man echt mal vor der Tour machen sollen. Aber nach der Tour ist vor der Tour. Das ist ja das Gute am TTB. Du sagst es. Geil. Hammer. Danke an Melvin. Danke an Melvin. Vielen Dank. Und optisch sehr gut. Vorne hat sich jetzt auch nichts getan nochmal. Ne? Nee, das sieht hier gut aus. Hier ist ein Tröpfchen. Das ist aber Wasser. Ja. Ich würde sagen, das ist Wasser vom Abspülen. Das ist Wasser. Ja. Hier könnte man tatsächlich drüber nachdenken, aber das lassen wir jetzt genauso. Alles gut. Super. Toll. Ja, läuft. Fazit, Melvin, check. Danke.